Also gegründet habe ich meinen Betrieb im Oktober 2012 und der ist entstanden aus meiner Leidenschaft für deutsches Rindfleisch und für handverlesene Rinder und einfach für eine sehr, sehr hohe Qualität, wie die so in Deutschland eigentlich absolut einmalig ist. Die Kernkompetenz von meinem Betrieb ist die Veredelung von handverlesenem Rindfleisch durch das sogenannte Dry-Aging oder durch eben eine ganz klassische Reifung von Rindfleisch am Knochen, wodurch wir dem sehr guten Grundprodukt einfach über die Dauer und über die Reifezeit einen einmaligen Geschmack verleihen. Ja, wir haben natürlich auch eigene Tiere bei uns im Bestand, wie zum Beispiel unter anderem auch Schweine und Kälber. Das ist eine Kreuzungsrasse aus einem klassischen Landschwein und einem ursprünglichen Wildschwein. Kommt ursprünglich mal aus Ungarn, die Rasse. Da muss man sagen, dass man solche Tiere am besten schützen kann, beziehungsweise solche Rassen am besten schützen kann, indem man die einfach isst. So traurig wie das klingt, aber Nutztiere sind für die Ernährung da. Und wenn man alte Bestände, alte Genetiken erhalten möchte, dann muss man damit arbeiten. Und das führt einfach bei einem Tier dazu, dass die gegessen werden. Also alle Mitarbeiter, die wir beschäftigen, sind direkt bei uns angestellt. Das sind viele Menschen, die Migrationshintergründe haben, in der Regel auch eine gute, fundierte Ausbildung haben in anderen Ländern, die aber in Deutschland angekommen sind und einfach einen guten Job machen wollen. Aber wir beziehen auch sehr viel Fleisch aus der Region und arbeiten da mit wenigen handverlesenen Bauern zusammen oder mit guten Bauern, die einfach auch so eine Wertschöpfung haben dem Tier gegenüber, die einfach Tiere aufwachsen lassen können in Gruppen, die ganz klassische Haltungsform bei Tieren einfach anwenden, wie Gruppentierhaltung, Mutterkuhhaltung oder Ammenkuhhaltung, um einfach dem Tier ein möglichst natürliches Leben ermöglichen zu können und dadurch natürlich auch ein ganz anderes Produkt erzeugen. Produzieren, ein Produkt, hinter dem ich selber stehen kann, was ich selber wertschätzen kann und wo auch viele andere Leute, die Genuss lieben, die Nachhaltigkeit lieben, die einfach eine Leidenschaft für bestimmte Dinge haben, die dafür auch eine entsprechende Wertschätzung aufbringen können. Und das war der Grund, warum ich mein Unternehmen letztlich selber gegründet habe. Einfach aus Liebe zum Produkt und aus Leidenschaft für meinen Beruf.